vor allem für mein Alter, da verdiene ich halt schon sehr gut. Ja, ich fühle mich jetzt schon als Model auf jeden Fall. Das Ganze ist mir halt dann manchmal echt so oberflächlich. Mir wurde es auch schon oft gesagt, du bist so dick. Studien zeigen, dass Menschen, die gut aussehen, es im Leben leichter haben. Ich frage mich, ist das eigentlich fair? Deswegen treffe ich mich heute mit Anutila hier in Berlin. Sie ist bei Germany's Next Topmodel Zweite geworden und arbeitet seitdem als Model. Aber nicht nur das. Hallo! Ja, schön, dich zu sehen. Freut mich auch. Was hast du hier gerade heute für einen Job? Weil heute Abend fliege ich nach Abu Dhabi und habe zwischenzeitlich noch ein Shooting. Was machst du in Abu Dhabi genau? Wer hat dich dahin eingeladen? Abu Dhabi selbst tatsächlich. Da bin ich halt mit anderen Bloggern und YouTubern unterwegs. Und wir werben für die Destination. Das klingt so witzig. Und verdienst auch Geld damit? Ist das sozusagen auch Teil des Jobs, ja? Ja, das ist auf jeden Fall Teil des Jobs. Vor allem, wenn man noch die Brands dazu trägt und da noch nebenbei irgendwelche Kooperationen oder Zusammenarbeit hat. Das sind teilweise Brands, die dann sagen, okay, wir schicken dir gerne etwas zu. Bitte markier dann bitte unser Label und schreibt noch irgendwas dazu, ey, guckt euch mein Outfit an von heute, von bla bla bla. Meistens bekomme ich Geld dafür. Da muss man schon so ein bisschen geschäftstüchtig sein, immer so gucken, wo man so bleibt und so weiter. Wie, das lernt man ja nicht irgendwo. Wie hast du das so, wie bist du da so reingekommen? Ich war ja in einer Fernsehsendung und dadurch kam die Reichweite halt total schnell und das war halt total viel. Also wie verdient man mit so Modeln und Instagram und so weiter? Ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren, vor allem für mein Alter, wenn ich sehe, wie meine Freunde zum Beispiel in Lübeck, die dann noch ihre Ausbildung haben und dies und das machen, da verdiene ich halt schon sehr gut. Ich hole mir jetzt meine letzte Ausstattung ab und vielleicht kann ich eine kleine Modenschau machen. Vielleicht muss ich Sachen anprobieren. Gerne. Wie ist das so, wenn du so eine ganze Kleiderstange voll hast mit verschiedenen Sachen und dir einfach aussuchen kannst, was du haben möchtest? Ist das schon so Normalität geworden? Es ist natürlich ein Paradies für alle Mädchen. Das ist aber auch nichts Normales eigentlich. Deswegen, ich versuche das auch nicht als Selbstverständlichkeit zu sehen. Aber mir ist das Allerwichtigste, Dankbarkeit zu zeigen und zu sagen, Dankeschön. Mit wem ich mein Leben tauschen würde. Ich glaube, ich würde einfach plump jetzt einfach mal sagen, für einen Tag zum Beispiel mit einer fetten Künstlerin wie Lady Gaga oder Beyoncé, um zu sehen, wie es so ist. Aber letztendlich bin ich mit meinem Leben zufrieden. Wie bist du eigentlich aufgewachsen? Also ich bin in Thailand aufgewachsen. Ich bin in Bangkok geboren. Dort hatten wir es nicht so gut. Aus ärmeren Verhältnissen natürlich und deswegen lerne ich das Ganze hier zu schätzen. Das ist halt super für mich. Wie war deine Schulzeit so? Mit 6 Jahren wurde ich direkt eingeschult. Ich war erstmal auf der Hauptschule und hatte eigentlich eine Realschulempfehlung. Aber meine Mama, meine thailändische Mama, die kennt das Schulsystem hier in Deutschland halt nicht. Sie weiß halt nicht, wie das hier abläuft und dachte sich halt, nein, sie bleibt auf der Hauptschule, sie bleibt halt da, wo sie ihre neuen Freunde hat. Glaubst du, diese Schulwahl eben mit 10, 11 hat dann deine Chancen dann schon stark eingeschränkt? Ich wurde halt nie gefördert. Bei uns in der Schule wurde halt nie gesagt, ihr müsst jetzt das und das unbedingt machen, ihr müsst gut sein. Und ich glaube, auf dem Gymnasium ist da noch ein bisschen anders. Da ist man vielleicht auch ehrgeizig. Was glaubst du, würdest du machen, hätte das nicht geklappt mit dem... Mit dem Modeln? Ja. Meine Mama hat in Lübeck einen Massageladen, wie fast alle Asiaten auch. Das ist so das Klischee. Und da dachte ich halt irgendwann so, als ich echt verzweifelt war, so, Arno, du endest wirklich in einem Massageladen. Was willst du sonst in deinem Leben machen? So, ne? Weil ich glaube, ich wäre weiter in der Schule dann gewesen, abgesessen irgendwie und hätte versucht, dann noch das und das hier zu machen, aber ich wäre nicht glücklich gewesen. Und jetzt ist es halt so, ich gehe schon in die richtige Richtung auf jeden Fall. Okay. Ja, wir müssen jetzt auch gleich weiter zu deinem Shooting, ne? Ja, hättest du eigentlich mal gedacht, dass du mal
sowas machst, irgendwie so Shootings hast und so weiter, als du damals in der Schule saßt? Also ich hätte nicht gedacht, dass es so krass wird, vor allem, dass ich bekannter werde und das mit der Reichweite. Ich dachte eher, ich model irgendwann ein bisschen, ich mache da ein bisschen Musik, aber dass es so in diese krasse Richtung geht, hätte ich nicht gedacht. Ich fühle mich jetzt schon als Model auf jeden Fall. Genau, die Anutida bindet dich jetzt mal ein bisschen ein. Das macht sie schon ganz richtig. Wie wichtig ist das so, Snaps immer zu machen oder jetzt hier Insta-Stories? Boomerang. Das ist schon sehr wichtig, aktuell zu bleiben und überhaupt dran zu bleiben, weil die Leute vergessen dich halt dann auch irgendwann und denken sich halt, okay, die ist irgendwie inaktiv, wir haben gar keine Lust mehr, ihr zuzugucken, was sie so macht, wenn irgendwie alle 3 Wochen mal was kommt. Eigentlich ganz angenehm. Ich weiß nicht, ob es immer so abläuft mit den Shootings, da hat man so ein bisschen das Vorurteil, dass man, dass die Models nur so als Kleiderstange sozusagen dienen. Und, aber das jetzt, ja, war ganz freundlich, ganz cool. Sogar ein bisschen Spaß gemacht. Das Ganze ist mir halt dann manchmal echt so oberflächlich. Mir wurde es auch schon oft gesagt, du bist so dick. Du siehst dir wurde das gesagt? Ja, ja, ich soll abnehmen, 5 bis 7. Und seitdem, ab dem Punkt war ich halt so, okay. Das mache ich halt nicht mit. Ich finde, es reicht schon. Ich wollte halt mich nicht extra noch abmagern, nur damit ich da hin und her laufen kann. Da ist ja auch mal eine Phase, wo du Windpocken hattest und wo du komplett dann offline warst. Wie war die Zeit so? Ich glaube, das war die schlimmste Zeit in meinem Leben. Wirklich, wenn ich dran denke, das war wirklich sehr schlimm. Ich wäre wirklich beinahe draufgegangen. Das war so weit, ich hatte 41 Grad Fieber. Und was danach kam, war noch viel schlimmer, weil dann sind halt die Narben geblieben. Und da waren teilweise Kunden dabei, die haben gesagt, sorry, wir nehmen dich nicht, wir buchen dich nicht. Das sieht uns viel zu schlecht aus, du siehst nicht gut aus. Hattest du in der Zeit, gerade als es so ganz schlimm war, auch dann so ein bisschen die Sorge, so, dass diese Chance, die du hattest so mit Thema Model und so weiter, dass es jetzt vorbei ist? Also ich hatte echt krasse Existenzverlust. Ich saß echt zu Hause, okay, das war's mit dem Modeln. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, es ist doch komplett egal, es ist halt nicht alles perfekt. Und du musst auch nicht perfekt aussehen, um schön zu sein. Hauptsache, du hast irgendwo eine schöne Persönlichkeit und das sehen die Leute halt auch an dir. Also ich möchte später kreativ sein, ich möchte was Eigenes schaffen, dass die Leute von mir inspiriert werden und sagen, wow, die Anutida, die hat es halt geschafft. Sie macht alles mit Leidenschaft und Lust und hat Spaß daran und ist glücklich. Das ist die Hauptsache. So, wir sind jetzt hier am Flughafen angekommen. Dann wünsche ich dir einen guten Flug. Dankeschön. Vielen Dank, dass ich heute hier dich mal begleiten durfte. Danke, dass du dabei warst. Wollen wir noch einen Snap machen? Natürlich. So. Ey, ich bin jetzt am Flughafen. Der Felix hat mich gebracht, richtig lieb. Und es geht jetzt nach Abu Dhabi. Guten aber Flug leider, dir. Dankeschön, aber leider ohne Felix allein. Du musst hier bleiben, kalt in Berlin. Cool. Wie schnell du tippst, das alles fertig. Ich bin ein Profi geworden. Vielen Dank, hat mich echt gefreut. Noch einen schönen Tag. Dankeschön und einen guten Flug, wie gesagt. Dankeschön, jetzt erstmal die Jogginghose. Ja. Mach's gut, ciao. Ob Menschen mit gutem Aussehen es im Leben leichter haben, das weiß man nicht so genau, aber für Anutida war es zumindest der Startschuss für ihre Modelkarriere, die sie allerdings nicht nur viel Glück, sondern auch harte Arbeit benötigt hat. Sie verdient dadurch jetzt auch in jungen Jahren schon sehr viel Geld und ist in der ganzen Welt unterwegs. Was ist eure Meinung zu dem ganzen Thema? Schreibt es uns rein in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns nächsten Mittwoch wieder um 13 Uhr. Macht's gut, ciao!